Vorsicht in der Einflugschneise! Aha. Führerschein im Lotto gewonnen. Hallo Leute, ihr kennt mich ja ein bisschen und ich habe mir für den Mats was ganz Besonderes ausgedacht. Mats, heute spielen wir nicht Fußball und auch nicht Golf, sondern Fußballgolf. Hier sind die Regeln. Das wird unser Loch sein. Das ist das Ziel. Ganz wichtig ist zu beachten bei dem Spiel, es gibt keine Regeln. Alles ist erlaubt. Mit Grätschen. Ja gut, dann fahren wir zum Abschlag, oder? Ja. Stilecht. Ich mach den Ball. Sind wir unterwegs. Muss ich hier irgendwas lösen? Nicht, ne? Ja, die Handbremse. Gibt's hier eine Hupe? Aha. Führerschein im Lotto gewonnen. Das Pflicht-Fairway befindet sich hier auf der linken Seite. Das heißt, wir haben gleich mal einen schwierigen Chip zu Beginn. Ich habe mir was Besonderes überlegt. Aufgrund des ersten schwierigen Schlags ist es natürlich hier am PGA National FC Bayern Course üblich, auf dem Sandtee abzuschlagen. Aber weißt du, was das Problem ist? Er ist drin. Da kann er sogar spielen. Ja, Mats, man muss aufpassen. Ja, aber man muss auch mal Sand fressen, um an sein Ziel zu kommen. Stör vorher noch weg. Ja. Fairplay wird hier ganz groß geschrieben. Oh ja! Ja! Ja, da bist du im Spiel. Direkt 6 Meter gewonnen. Ja, ein leicht glücklicher Auftakt von mir, aber ich muss sagen, ich habe das erste Mal von einem Sandtee abgeschlagen. Dafür kann ich mir mehr geben. Du musst hier rückwärts, glaube ich, raus, oder? Oder kommst du da durch? Wo ist denn der rückwärts, gell? Hier. Oh ja! Der geht aber gut. Besser als ich dachte. Ich hoffe, dass du links nicht gegenfährst. Ich möchte betonen, auf dem Hinweg wurde meine Fahrweise kritisiert. Ja, ich fahre nochmal Geländewagen. Ich denke, ich gehe über rechts. Ich denke, es war eine gute Entscheidung. Ja, genau. Ja, ich gehe doch über links. Klassischer Müller, schlecht geschossen, der Ball liegt trotzdem gut. Ja! Aber ist das jetzt der direkte Weg oder was? Das ist der direkte Weg. Ja, der war gut. Ja. Ah, den legt er sich gut. Oh, der ist schwer. Oh! Den hast du nicht gut erwischt. So, die Tür müssten wir aber jetzt schon mal öffnen, weil jetzt attackiere ich das Loch. Vorsicht in der Einflugschneise. Oh ja. Oh! Komm, spring gut! Bis gerade eben war ich mir sehr siegessicher. Jetzt hat der Mull wirklich einen rausgehauen. Der hat wirklich einen rausgehauen. Und ich habe wieder Druck. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, klickt hier oder abonniert unseren Kanal.